Moin Moin, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu einer neuen Folge Let's Play Alice 17 auf der nordfriesischen Marsch-Mod-Map hier auf meiner Map, wo wir immer noch dabei sind. Die erste Version ist mittlerweile raus. Ich habe ja, wie gesagt, aber schon eine Menge im Voraus aufgenommen und konnte dementsprechend noch ein paar Fehler in der Version 1 beheben. Habe jetzt aber hat die Map noch nicht neu gestartet, also der Abfahrer hängt immer noch fest. Ich dachte, nö, mache ich jetzt erstmal nicht. Bereite jetzt erstmal hier den Rest Gras-Schwatt vor. Dann werden wir den Rest Gras-Schwatt einfahren. Und ja, dann müssen wir noch ein bisschen das Hügelchen verdichten. Was macht er hier für komische Haufen die ganze Zeit? Das liegt da dran, weil wir gegen die Dinger fahren oder was? Hier gegen den Strom. Na gut. Nicht ganz so hübsch. Aber funktioniert auch. So, schöne Drehung hier. Naja, machen wir hier die 5-6 Bahn einmal. Minus 5 Lohnzahlung. Das war ja günstig heute. Ja, so ein Tag wieder vorbei, 0 Uhr. Milcheinnahmen erzählen wir noch nicht. Was haben wir? Oh, 8000 minus Betriebskosten Fahrzeuge. 210 Zinsen, das sind doch recht überschaubar. Aber die 8400 Betriebskosten Fahrzeuge, das ist schon. Müssen wir schon ein bisschen was verdienen jeden Tag, ne? Einfach so die Zeit schnell vorspulen. Kann er den, glaube ich, schnell in Ruin bringen. Ruin treiben. Wenn man merkt, wie teuer das ist. Nicht schön. Ja, wäre auch schön, wenn die Nacht bald mal wieder rum wäre. Ups, jetzt komme ich ein bisschen ab vom Schlag gerade. Aber wie gesagt, Geschwindigkeit jetzt beschleunigen, dass es wieder hell ist. So, zack, kostet es 2, 3, 4.000. Ich meine, man kann ja ein bisschen was erkennen, ne? Ist ja auch schön hell hier die Nacht. Ah, zweimal noch, dreimal noch. Einmal hin und zurück. Dann sollte es das gewesen sein. Da haben wir noch mehr Licht. Noch einmal zurück, damit wir das auch zu einer Reihe machen können, was hier an der linken Seite noch über ist. Dann ist es gut so. Ausreichend vorbereitet das Ganze. Obwohl das hier hinten noch knapp wird. Ich glaube, das kriegen wir gar nicht zu einer Bahn. Hier machen wir das aber zu einer Bahn.
So, die letzten Meters und geschafft. Klemmen wir mal ein das Ganze. Und stellen erstmal hier ab. Naja, mit denen hat sich noch nichts viel getan. Die haben hier immer noch. Warum hat er eher so wenig getan? Hat sich ja auf dem Strohhügel festgefahren. Im Ernst. Das ist ja Wahnsinn heute. Das war so was anderes, war zwar in der letzten Folge. Hier, dieser kleine Hügel ist schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Kein Glück mit dem neuen Schneidwerk. Da ist mal hier ein kleines Vorgewende. Mann, 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 Mann. Was nackt mit dem? Gut. Weiter geht's mit Sammeln. Sieht auch so aus, als wäre das hier ein bisschen mehr. Ich bleibe mir auch gleich nochmal irgendwo hängen. Naja, geht gerade so. Und fülltechnisch passt das auch gerade so rein. Und noch 10%. Hier noch so ein kleiner Berg. Ja, das ist gut. Also dieses kleine letzte Ecke werden wir uns nicht mehr holen. Wir machen uns wieder auf den Weg. Zur Biogasanlage. Bringen eine Ladung weg und dann holen wir noch zwei Ladungen mehr hier raus. Und dann wird es auch langsam nach Silagehaufen aussehen, aber ich vermute, dass wir die Felder oben rechts, lass mal auf die Map gucken, die beiden Grasfelder oben rechts, dieses lange und das darunter, das ist echt weit weg. Da sind die beiden Felder links überm Hof. Sogar näher dran. Die sind eigentlich auch fast so weit weg wie die hier. Ja, müssen wir nochmal gucken, wie voll der Haufen gleich ist, wenn wir die drei Ladungen, die wir jetzt hier noch holen, abgekippt sind. Egal. Ups. Mal ein bisschen real fahren hier mit Blinken und so. Krieg ich ja nie hin. Zumindest nicht ordentlich. So, da wären wir wieder auf unserem komischen Silagehaufen hier. Gucken, ob ich den Hof abkürzen kann, dass wir vor den Autos wieder rauskommen. Hm. Ja, gerade so.
Weiß auch nicht, warum die noch unterwegs sind hier nachts um 12:45. Frech, frech. Aber wir holen schnell die nächste Fuhre. Mit dem JCB sind wir ja auch, wenn er erstmal ausgefahren ist, hier echt schnell unterwegs. Kurve ein bisschen schneiden. So, auf geht's. Zwei Ladungen wollen wir jetzt müssen noch rausholen. Könnte knapp werden. Eine Ladung holen wir auf jeden Fall noch raus. Und wieder ausreichend Arbeitslicht. Okay. Eine volle Ladung noch und eine halbe. Na nicht mal. Hier ist der ja schon zu Ende. Fahren wir schon mal ganz hinten durch. Was macht wohl unser Drescher? Ich habe das Gefühl, unser Korn-Drescher hat sich schon wieder verfangen. Ah, kostet zumindest noch Geld, aber dass sein Korntank noch nicht voll ist, wundert mich so ein bisschen. Ist doch schon ein bisschen unterwegs. Ha, genau jetzt. Oh, nächste Reihe, die können wir aber nur noch anbrechen. Glaube ich. Und das verdichten wäre ja noch ein Spaß. Ich weiß nicht, ob wir uns nochmal so ein Silageschild holen sollten, um zu versuchen, dass wir es auch nicht verdichtet bekommen. Auf jeden Fall müssen wir noch einmal zwischenfahren, weil ich sag mal, naja, gut, 50-60% kriegen wir hier noch raus. Vollgas, bisschen noch. Aber ist man gerade auf Vollgas angekommen, kann man schon wieder ausrollen lassen.
Sehr schön. Wir sind angekommen, wecken einmal alle hier auf dem Hof nachts um eins. Es wird auch langsam echt räuberig hier. Klappe zu. Diesmal ist hier kein Verkehr, diesmal kommen wir hier rum. Da geht auch was rein, ne? Die Silageberge heutzutage. Das mit dem Blinken ist immer so ein kurzes Gasspiel aktuell. Ne? Da habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. Wir können jetzt natürlich hier mal, ne, wenn wir überholen sind, Blinker setzen. Schulterblick, Spiegel und wieder rechts rüber. Und den Rest einsammeln. Machen wir heute noch, oder? Machen wir noch. Das sind wirklich nicht mehr viel hier. Trotzdem machen wir Arbeitslicht an. Und gucken mal, wie viel wir noch rausbekommen. Dann sind die Felder auch abgeerntet. Dann glaube ich, soll es erstmal reichen hier, oder? An Silage. Ist es noch nicht. Vielleicht erstmal den Haufen verdichten. Juhu, das war immerhin schon mal 36, 37%. Da drüben noch mal ein bisschen weiter. So, letztes Stück. So ist auch mal eine ganze Bahn. Lohnt sich, da hat sich das doch nochmal gelohnt, hier hinzufahren. Allemal. Sehr, sehr schön. Bin gespannt, wie es verdichten wird. Ja, und zurück schon wieder. Machen wir auch noch, machen wir noch. Machen wir wieder eine 20-Minuten-Folge heute, damit ich so richtig sehe. Aber zumindest noch mal gucken, wie viel wir jetzt im Silageberg drin haben.
So, da wären wir wieder. Dann würde ich sagen, gucken wir uns aber in der nächsten Folge an, wie viel da drauf ist. Wir werden das auch sehen, dass wir es verdichten. Machen wir denn. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr bleibt dabei und schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Schönen Tag noch, schönen Abend und tschüss.